Das Theater Purkersdorf präsentierte im Schlosspark ein heiteres Weihnachtstheaterstück für die ganze Familie. Wir zeigen Ihnen Ausschnitte aus dem Stück. Beim heiteren Weihnachtstheaterstück befassen wir uns mit dem Advent von seiner heiteren Seite, was alles im Advent bei einer Familie passieren kann in der Vorweihnachtszeit. Wir haben heuer das erste Mal hier den Adventmarkt sozusagen unterstützt, also machen heuer das erste Mal beim Adventmarkt hier im Schlosspark mit, sind sehr froh darüber. Schlosspark ist ein wunderbares Ambiente. Wir freuen uns sehr, dass wir das Theater Purkersdorf hier spielen dürfen und ich bin mir sicher, wir werden das sicherlich auch im nächsten Jahr tun. Unsere Tochter, ein Sonnenschein. Jetzt habe ich eine Bitte an euch alle. Ja. Ihr sollt mit mir ein Weihnachtstheaterstück proben. Ein was? Ein Weihnachtstheaterstück? Dieser Schlosspark wurde vor einigen Jahren renoviert und mit einer Bühne ausgestattet und einem Wassergraben. Der Wassergraben soll das dahinterliegende Wasserschloss symbolisieren. Und diese Bühne ist auch dazu geschaffen, dass man im Zentrum von Purkersdorf Kleinstücke, so wie wir es jetzt gesehen haben, auch dementsprechend aufführen zu können. Der Adventmarkt ist in Purkersdorf eine Tradition seit 25 Jahren. Wir haben ganz, ganz klein begonnen am 8. Dezember, haben das von Jahr zu Jahr ausgebaut. Jetzt geht über 4 Wochen und wir haben sehr, sehr viele Besucherinnen und Besucher, jeden Tag einige hundert. Insgesamt werden das wahrscheinlich weit über 10.000 Besucherinnen und Besucher sein. Wir haben eine gute Kombination von Kultur, von Musik, von Unterhaltung, von Buntständen bis zu herrlichen Verkaufsständen von Menschen, die ihre Waren anbieten. Wir haben den Eislaufplatz, der für die Jugendlichen, für die Kids, für die Kinder ganz, ganz toll ist. Es ist eine große Harmonie hier bei diesem Adventmarkt und ich kann nur alle Menschen aus der Umgebung von Purkersdorf bitten, dass sie sich diesen Adventmarkt anschauen. Papa, Mama, ihr müsst euch hinter das Jesuskind stellen. Nein, da müssen wir noch etwas ändern. Da noch ein wenig darüber. Da fehlt noch etwas. Am 23. Dezember haben wir wie alle Jahre traditionell Weihnachten, wie es einmal war, im Steinbruch Dambach. Da ist der Eintritt ist frei, da gibt es wieder die Möglichkeit, am 23. um 18 Uhr zu uns zu kommen. Mit einer kurzen Laternenfest, Fackelzug geht es hinauf in den Steinbruch. Oben werden dann besinnliche Texte vorgelesen, Lieder bei Punschbroten und wir freuen uns oder wir stimmen uns sozusagen auf den 24. auf Weihnachten ein und es ist die ganze Familie herzlich willkommen. Theater Purkersdorf ist ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil des Kulturlebens in unserer Stadt. Seit mehr als 20 Jahren in Purkersdorf aktiv. Jedes Jahr ganz tolle Aufführungen, heuer wieder im Advent auch hier im Schlosspark. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir dieses Theater haben mit diesen vielen tollen Schauspielerinnen und Schauspielern.